Hallo Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Part Digimon, ja. Da-dum. Dum-da. Dum-dum-da-dum-dum-da. Wie wär's mit Zoe-Gurten 2? Ja, das ist keine schlechte Idee. Ich bin so in Digimon gerade so fixiert. Ich will das Projekt unbedingt zu Ende bringen. Kann noch ein bisschen dauern, bis ich das hab. Ja, vor allen Dingen, wenn man dann noch so ein bisschen bedenkt, dass das Ganze sich auch noch hinzieht mit Leveln und noch mehr Leveln und viel mehr Leveln und Leveln. Was habe ich nicht erwähnt? Ach ja, Leveln. Ja, das kannst du so, weil du die Länge zählen. Dass Dass ich. wir bis zu dem Zeitpunkt angekommen sind und Digimon World immer noch nicht beendet ist. Von daher, ja. Ah, ja, gut, so. Wir sind hier in den weißen. Guck mal, Schweine. Ja, ich weiß. Ich bin gerade so zum weißen Hirsch. Stirb, Schwein! Nein, Luca kommt jetzt nicht vor. Wir machen jetzt hier gleich die Ruinen. Das wird Spaß. Hier ist es. Schaut euch einmal diesen Relief an. Dieses Relief an. Ist dies diese Inschrift in Zinderischen? In Zinderinesisch? Ach so. Zinderinesisch. Ja, diese Ruinen stammen von den verlorenen Volk der Sinder. Der Sünder? Wow, Joey, du bist so schlau. Woher weißt du das? Doof geraten. Ja. Nun, das ist kein großes Geheimnis. Ich sah es einmal, Handy halt's Maul. Einmal in einem der Bücher im Studierzimmer meines Vaters. Ich habe seit Tagen geforscht. Vor einigen Tagen habe ich endlich das Geheimnis dieser Ruinen entschlüsseln können. Okay, jetzt lese den ersten Satz nochmal vor. Ich habe seit Jahren geforscht. Du hast seit Tagen gesagt. Ich habe seit Tagen? Ja, hast du gesagt? Das ist doch scheiße, ein Dorf. Tage, Jahre. Es ist doch nur ein paar Unterschiede. Das ist doch scheiße drauf. Vor einigen Tagen habe ich endlich das Geheimnis gelüftet. Wobei, lustig wäre es gewesen, wenn ich gesagt hätte, ich habe seit Tagen geforscht und seit Jahren das Ja. Geheimnis. Seit einigen Jahren habe ich das Geheimnis gelüftet. Und so ist es. Ich wusste, dass dies keine normalen Ruinen sind. Das kommt bald Jahre und dann Tag und dann ich lese nicht so gut. Hör zu, drinnen können vielleicht Ungeheuer sein. Wir müssen also vorsichtig hineingehen. Das brauchst du mir nicht zu sagen. Hingehen, alles platt machen. Genau. Welcher ist es? Punkt, Punkt, Punkt. Also nicht Punkt, 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 die x-te Ausführung, sondern eben halt 4 Punkte einfach nur hintereinander. Was für ein lamer Vogel. Kommt hier nicht sogar noch ein Vogel vor? Nee, Karten. Ja, es sind Karten. Albtraumkarten. Ach du Scheiße. Lass mal gucken, wie stark die sind. Weil Hanna und Gengen sind leider nur auf Fischen 6. Ach, was, das passt. Das passt schon. Was wird's? Also. Wasserrune! Ja, klar, Kötetropfen, leck mich am Arsch. Und was machst du jetzt? Feuer, Blitz, Wind. Juhu! Juhu, sie pennen! Also gut. Gengen, Rune, Angriff, fertig. Es ist Erdrunde, ich kann nicht angreifen. Einfach physikalisch angreifen. Ja, mache ich ja schon.
Das Höllenschild. Warum Höllenschild? Ganz einfach, Hell Shield. Ach ja. Hell. Hell ist Hölle. Oh, Gang, Gang, kratzt mir gleich ab. Gang, Gang, du bist eine Floppe. Ja, ich mach gleich Werbesägen erstmal eine Runde. Oh! Da haben wir einen kleinen Soundhänger gehabt. Nom, 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 nom. Nom, 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 nom. Aha. Ich verteidige es mal mit Gängen, so. Gengen hört sich nicht an wie Genga. Genga, ja. Mit Gengen ist gar. Wie hast du vorhin gesagt, Gangbang? Gangbang. Und sag mir jetzt nicht, du weißt nicht, was damit. Oh, zwei Level-Ups für Hannah und Gengen. Gangbang. Das Gangbang, ja. Keine Ahnung. Okay, wir lassen es einfach mal dabei. Wieso? Die Leute werden es schon wissen. Ein Mega-Medizin und ein Magiestein. Alles klar. Wer hat den niedrigsten Wert? Ne, okay, jetzt mal kann ich ausschalten. Kommt drauf an, Magiestein oder was? Magiestein. Gib's den dem Haupthelden. Der kann's ab. Stärke sein auf ein vollkommen witzloses. So. Status passt da viel besser. Und irgendjemand denkt schon wieder an mich, so ganz sinnfrei. Dann such dir mal, der an dich ganz sinnfrei denkt. Ich glaube nicht, dass diese Person das will, dass ich sie dann finde. Nein? Es gibt nur ganz wenige Personen, die ich dann nicht eine in die Schnauze hauen würde. Warum bist du gewalttätig? Es nervt mich aber bei Klein! Weil das schon seit über ein paar Monaten geht. Ach so. Ich meine, gestern Abend war sowieso ziemlich schlimm gewesen. Oh, guck mal, wer da ist. Oh, wieder Karten. Spiel mir wieder Karten, ja. Yu-Gi-Oh! Apropos Turnier, ich darf nicht mitmachen. Warum nicht? Es sind schon 6 Teilnehmer. Ah, okay. Och nö. Halt die Klappe da drüben, bitte nicht. Ah, ist nur Wind. Also, das jetzt schon wieder. Oh. Hangar, Gang und Hanna wetten? Ach, keiner von denen. Ja, der hat die Doppelschlagrunde gekriegt. Doppelschlag. Zack. 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 Hey, das waren 3 Hiebe. Schuss dann drauf. Schuss das. Kiste. Mit Wächter. Ein Ärgerschlag. Ich hab da Wächter gelesen. Efeu. Giftiger Efeu. Petra Helix. Giftiger Efeu. Ich erinnere mich nicht an ein anderes Pokémon. Venus, meinst du die Venus Fliegenfalle oder was? Pokémon. Ja, da gibt's eine. Venus Fliebes oder wie heißt, oder meinst du. Venus Fliebes oder was? Nein, das meine ich nicht. Meinst du es dann? Sazinia! Ach so, das sie, ja, 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 ja. Wir werden hier auch alte Bekannte von Chocobo 19 treffen. Ich bin hochgerannt, ne? Ja.
Wo bleiben die überhaupt, die alten Bekannten von Schokopopo 19? Ich weiß noch nicht mal mehr, was du meinst. Die Aliens. Ah, die Fischis. Ja. Nom, 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 nom. Irgendwie habe ich voll Bock auf ein altes RPG. Welches denn? Irgendein altes RPG. Okay, unten ist nichts mehr. Da war ich gerade, jetzt geht's weiter. Was mal hier? Was ist immer noch Items? Drüber. Items, ja, Items. Ja, da komm ich nicht drüber. Ach, guck mal, da sind sie ja schon. Uhu, Megawatt. Alter, Megawatt. Zur kleinen Erklärung. Watt ist eine Einheit. Und zwar die elektrische Leistung. Spannung mal Strom gleich Watt. Also U mal I gleich W. Nehmen wir doch mal hin. War das W gewesen? Ist ja auch scheißegal. Auf jeden Fall, wie gesagt, Spannung mal Strom ist gleich eben halt die elektrische Leistung. Oder auch genannt Volt mal Ampere gleich Watt. Abgerechnet wird Watt normalerweise in Kilowatt, also sprich 1000 Watt. Und Megawatt ist 1000 Kilowatt. Sprich 1000 mal 1000 sind eine Million. Eine Million Watt. Wenn man das als Rechnung hätte. Ich will nicht das ganze Amt bezahlen. Na gut, so viel ist das jetzt auch Mensch, nicht, glaube ich. Was für Feuer? Schon mal drauf geachtet, diese Viecher haben ein Gesicht als Symbol. So. Als ob das Feuerwesen wären. Wäre übrigens 250 Euro, die man dann bezahlen müsste. Ungefähr. An Stromkosten. Bei einer Megawatt. Alles geht doch noch. Holzschuhe. Wer zieht sich bitte schon Holzschuhe an? Jackie Chan in einem Film. Wo er dann mit den Holzschuhen über die Straße schlittert. Das ist auch eine Ausnahme. Achso, okay. Einfach nur ausgenommen. So, dort war ich, jetzt geht's da hoch, so. Ja, ja. Dein Auftritt. Was? Mein Auftritt? Mein Auftritt ist für... Welcher ist das? Ja, ich mache hier auch noch ein bisschen was nebenbei, deswegen, also... Hä? Hm. Sieht aus, als müsste man etwas von dieser Vertiefung hineindrücken. Na gut, suchen wir dieses Objekt. Der Begierde. Ja. Boah, es öffnet sich und nichts ist dahinter.
doch eine Sackgasse. Schulterpolster. Ja, kann ich mal kurz gucken, wer es braucht. Gut. Wenn wir diese verwenden, als runde Platte. Da 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 da. Oh mein Gott, es passt! Ja, es passt total. Es sieht aus wie Hentakel Tentai. Okay. Viereckisch. Komm ich nicht rein. Ja, es ist auch eine kleine Statue von dem, was uns hier noch erwarten wir wieder, wird. Wir haben noch schon wieder Hentakel Tentai. Entschuldigung. Statue eine. Tentakel Hentai. Sag es doch. Tentakel Hentai. Was heißt das jetzt? Ist im Grunde genommen irgend so ein Porno dann mit Tentakeln. Ich weiß, ich bin eindeutig, zweideutig, schmutzig. Ja? So. Feuerechse. Bist du da jetzt einfach mal so durchgeglitscht? Nein, nein, die Tür ist offen. Ich würde doch niemals in einen solchen roten Teil klitschen. Ich weiß auch gar nicht, wie. Ich wollte nur gesagt haben, so vor wegen, normalerweise müsstest du doch so eine runde Platte da einsetzen. Nee, in dieser Tür ist es nicht nötig. Gibst du, hast dich durchgequetscht. Nein! Hab ich nicht. Wenn du jetzt mal genau hinguckst, ist da ein Spalt. Ja, das war aber vorher nicht da. Das war eine andere Tür, wo ich gerade vorstand. Nein, das war genau die Tür. Da hast du ein bisschen hin und her gewackelt und dann heißt es hier von wegen, gut, wenn wir diese verwenden, dann Rechteck? Das war ein Dreieck. Ja, wollte ich nämlich gerade sagen. Hä? Die haben doch irgendwas vertauscht gerade. Ja, das haben sie sowieso in der Übersetzung hier. Also die Übersetzung hier in Suikoden 2 ist für den Arsch. Genau wie Digimon. Nee, eigentlich ist die hier total für den Arsch. Und dann macht er zwitten auch wieder Wasser? Für seinen Freund? Ah ne, da war Wasser. Das war geblitzt. Ich hab mich geblitzt? Jep. Kriegst jetzt einen Punkt in Flensburg. Ich hab doch nicht mal einen Führerschein. Du kriegst trotzdem Punkte schon in Flensburg. Ist auch zum Beispiel so, wenn du mit dem Fahrrad fährst. Ja, das weiß ich. Das ist einmaliger Ausbildungskollege passiert. Der total besoffen auf dem Fahrrad, hat schon Führerschein, fährt ganz gemütlich über die Straße. Plötzlich merkt er, dass eine Politesse neben ihm steht, also einer vom Ordnungsamt heute, wenn man sagen würde. Guckt ihr die an, hä, was wollen die? Oder wollen sie so ungefähr, und dann kriegt er den Führerschein abgenommen, weil der besoffen Fahrrad fährt. Ja, ist aber allerdings so, selbst wenn du noch nicht den Führerschein hast, das vermerken die sich, wenn du zum Beispiel besoffen Fahrrad fährst. Ja, das war es. Und, da war noch eine andere Kleinigkeit. Wenn du eine gewisse Punktzahl, glaube ich, hast, darfst du sogar den Führerschein nicht machen. Ich glaube, wenn du schon einen Punkt hast oder so. Ey, es ging ja mal schneller. Da wird dann gleich gesagt, so von wegen hier. Kannst du gleich vergessen. Hat der Fahrlehrer mal von sowas erzählt? Was ganz. Oh. Spektakuläres. Der wurde sein Fahrschüler, also wurde dann später Sprachschüler, mehrmals schon beim Schwarzfahren erwischt, also beim Führen eines Fahrzeugs ohne Führerschein. So, dann hat der Richter irgendwann angeordnet, du machst jetzt deinen verdammten Führerschein.
Das war die Auflage vom Richter, das dann zum Tun. Okay. Ja. Ja, also ich was mein Fahrlehrer mal mich gefragt hat, ist so ein, ich glaube die zweite oder dritte Stunde war das. Und wir dann eben halt gefahren, dann abgestellt. Er guckt mich an. Sag mal, bist du schwarz gefahren während in der Zwischenzeit? Und ich so, nein, wieso? Ja, weil du um einiges besser jetzt gefahren bist als das letzte Mal. Aber ich hab doch gar nicht geübt. Aber hey, ich hab meinen Führerschein. Wie kann jemand, der die Ballons verloren hat, ausweichen? Der torkelt und wenn das torkelt, ist es nun mal so, dass das Getorkel eben halt die Gegner so sehr eben halt in Verwirrung gebracht hat, dass der eben halt dann ausgewichen ist und weiterhin torkelt. Torkel, torkel. Tok, tok. Tok, tok, tok. Nee, da wollte ich noch nicht hin. Ich wollte erstmal doch hoch nochmal. Ach so, da geht's nicht hoch. Was kommt jetzt, bitte? Wasser? Nee, Wind. Fire! Wind! Water! Combo Breaker! Jetzt bin ich wieder wach. Was hat das jetzt gebracht? Gar nichts. Alle 13, wie schön. Dun, 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 dun. Mein Mauszeiger siehst du ja nicht, ne? Nein. Wenn ich jetzt hier so einfach so rumwusel im Bild. Mm-mm. Ja, das ist gut. Den sehe ich nicht. Du siehst aber nur, wenn ich hier so draufklicke. Ja, das sehe ich. Das ist gut. Solange ich nicht hier reinklicke. Ungefähr da. Oder da. Und ein Wischiwaschi ruf ich mich an. Ich schreibe ihn gleich mal hin. Okay. Wischiwaschi. Vicious Game. Der Wischiwaschi Vicious. Oh, 14. Wie niedlich. Ja, sehr niedlich. Und alles nur, um dieses lustige kleine Dreieck einzufügen. Was komischerweise als Viereck dargestellt wurde. Bezeichnet. Ja, stimmt. Dein Auftritt. Das ist schon ein beeindruckender Mechanismus. Das Wasser läuft heraus. Welches Wasser? Tja. Möglicherweise gibt es noch mehr Stellen, die wir untersuchen können. Das erinnert mich jetzt ein bisschen an Quendia. So ein bisschen? Ja, diese lange Mauer. Keine Ahnung, hab Quendia. Lang nicht mehr. Was das denn für ein verkackter Mond? Bist der Venus. Also wenn das ein Venus sein soll, weil das sieht für mich aus wie ein Sichelmond. Ja. Hanami, ja! Scheiße! Sieg und Sieg.
Das hat zwei Beine. Vom Mond Stein fliegt ein Sieg. Ich habe ein anderes Problem. Nö. Du hast nicht ein anderes Problem. Doch, hab ich. Weil zwei meiner Leute sind tot. Ach so, die sind tot. Die sind trotzdem tot. Was so ein bisschen tot. Ah, hallo. Tja, mach mal mit Truppe am Arsch. Am Arsch, im Arsch. Verarscht. Joey ist ein Level 15, dann leck mich doch am Hintern. Nee, der ist mir zu schmutzig. Ich habe nicht gedacht, dass du dran lecken sollst. Hättest du nicht vorgehabt. Was sollen die Leute bitte schön von dir denken? Und von mir? Was denn? Keine Ahnung. Oh, an die habe ich gerade gedacht. Sie sind klein, sie sind hässlich, sie sind... gefeuert. Hanna, mach jetzt nicht schlapp. Flop. Wann sind die endlich tot? Gar nicht. Ich verliere vorher meine Hälfte meiner Truppe, oder was? Jupp. Erstmal wird die Hälfte der Truppe in den Arsch gesteckt. Ich kann nicht kommen. Oh, leg mich schon am Hintern. Nee, da auch nicht. Da will ich auch nicht lecken. Endlich. Verbraucht mich die ganze Medizin, die ich hab. Mega Elixier. Wird nicht benötigt. Kettenpost. Kettenpost? Kettenpost? Wie kann bitte schön Kettenpost einen schützen? Weiß ich nicht. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. Man munkelt nur. Für die Leute, die jetzt wissen, was das für ein Team ist, schreibt es in die Kommentare. Werden die sowieso nicht machen, das weiß ich jetzt schon. Und wenn ihr es nicht wisst, schreibt trotzdem was in die Kommentare mit der Frage, was für ein Lied war es? Ich werde euch definitiv nicht antworten. Ich werde das nämlich Odessa erzählen und Odessa schreibt es dann in die Kommentare. Na toll. Ich habe keinen Bock, mir Google Minus darauf zu klatschen. Nimm die Fernsteuerung. Die was? Die Fernsteuerung. Soll ich dann über deinen Account anschreiben, oder was? Ja. Ja, dann mach ich das. Wird auf jeden Fall lustig werden.
hätte nicht geboren werden sollen. Teil 1 Satz. Schon wieder? Gut, hiermit werde ich endlich den Schatz finden. Oh mein Gott. Die Quadratplatte gefunden. Wir hatten Kreis, Quadrat und und Rechteck als Beschreibung. Ja, wieso Quadrat passt? Ja. 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 Schatz! Ein Gott. Wasser! Oh, nix. Es ist nass, es ist kalt, es ist. Etwas mit. Es sind Aliens! Ja, etwas mit 5 Augen. 5? Wieso 5? Die haben alle ein Auge, oder? Ja, die haben jeweils ein Auge. Weil das ist nicht ein Wesen, sondern eben halt 5 Wesen. Also hat jedes von diesen 5 Wesen mindestens ein Auge. Exchange, wo du. Die können noch nicht mal irgendwie. Wenn du was mit denen im Auge machst, dann sind sie blind. Soll ich denen jetzt etwas ins Auge stecken oder was? Ja. So richtig schön was ins Auge. Gengen, wie kannst du das verpassen? Gengen ist lahmarschig, er ist ein kleiner Hund, er macht Wauwau, hat lange Fingernägel, sagt Schäkel Schäkel und wenn man ihm was anbietet, sagt er: Ich nehme den Preis nicht an! Ah, okay. Was für ein Film war das jetzt? Was das mit Schäkel Schäkel und so? Mhm. Das war nicht aus dem Film. Ich mache ja nicht nur Filmzitate, ich mache auch Zitate von Leuten. Die mag ich nicht. Die magst du nicht? Nein, die machen so viel Bum-Bum. Wenn irgendjemand zu dir sagt, ich mag dich nicht. Ach, das höre ich sehr oft. Schicke, schicke. Dann sagst du mal, du nimmst die Preise nicht an. Einen halben Weg zurückrennen, weil ich unterwegs noch was gefunden habe. Du hast was gefunden. Und zwar hier. Ja. Damit sagt man Schickel Schickel. Magieverlust, na super. Oh, ein altes Buch. Ein altes Buch, Band 2. Brauchen wir das? Ja, für die Vervollständigung meiner Items brauche ich das. Ich will gucken, dass alle Items sammelt soweit. Dank den Suikoden 1 Zeiten von einem Unbekannten, den ich leider nicht kenne, ist es mir gelungen, alles zu kriegen. Okay. Ja, ich krieg. Wird nicht akzeptiert. Doch. Daten hat er genommen. Nein, wird nicht akzeptiert. Es wird nicht akzeptiert, dass du eben halt das geschafft hast, irgendwas zu kriegen. Ach so. Ich konnte die Einsatzdaten von Chocobo 19 leider nicht annehmen, weil es die NCSC-Fassung war. Die Army-Fassung. Ja, es ist halt ein bisschen schwierig zu unterscheiden von Suikoden 1, was jetzt die deutsche, was die amerikanische, weil beides auf Englisch ist. 50, 60 Hertz. Telefon! Ich hör's grad. Alle gut, jetzt nehmen wir uns langsam aber sicher dem Boss der Ruinen. Ich spreche vor, das habe ich nochmal ab, weil ich habe eben vollgeladen. Den Ruinen. Das wäre somit der zweite Endboss. Also zweite, ja. Boss, den wir überhaupt machen, neben dem Nebelmonster. Ja.
kein Auftritt. Es sieht so, ja, ich hab schon. Ah. Es sieht so aus, als wären wir hier richtig. Wären wir richtig. Hier ist es? Wo der Schatz sein soll? Ja, das stimmt. Da ist wieder eine Inschrift auf Sindarianisch. Die Sindarianischen. Diese Sünder! Die Sünder. Sie haben alle gesündigt. Sündigen! Wir wollen sündigen! Den Himmel kündigen! Und nur noch sündigen! Reisner! Alles, was du dir wünschst, alles, wovon du geträumt hast, findest du in Silicon 5. Was? All das, was dir lieb und wert ist, findest du nicht hier. Oder doch? Oder nein? Oder doch? Nein, doch, nein, doch. Egal. Wenn du ein gutes Herz hast. Sündige, wir wollen. Danke. Alles das, was dir lieb und wert ist, was, ich frage mich, was das wohl sein könnte. Ich schätze, für mich wäre es Großvater Gengaku, aber er ist leider tot. Ja, ich glaube, es gibt viele Dinge, die mir lieb und wert sind. Alle. Alle, Ruhm, Reichtum, Vögeln! Das jetzt gerade nicht. Wieso ein paar Vögel? Vögel, die vögeln. Ryo, auch? Ja, ich vermute, das ist die Nummer 1. Vielleicht. Hey, seid ihr verrückt? Gesundheit! Seid ihr verrückt? Es sagt, lieb und wert ist. Es muss ein Schatz sein, nicht wahr? Du Idiot! Was ist bitte schon lieb und wert? Es ist natürlich die Familie! Und das Vögeln. Höchstwahrscheinlich. Ach, das hat so also, schon richtig wehgetan eben. Also vergesst nicht, Vögel sind eben halt lieb und wert. Ja, ich habe es geschafft. Endlich, ich habe den Schatz meiner Träume. Und was ist? Nix drin. Ich weiß, was das ist. Doch, ein Bosskampf. Ja. Endlich finde ich den Schatz meiner Träume. Nicht ganz. Alex, warte! Ryo, Nanami, seid vorsichtig. Dort ist etwas. Der Tod. Juhu! Hallo, Riesen-Doppelkopfschlange. Tentakel, Hentai. Mal so eine blöd gemeinte Frage. Ja? Wenn dieses Tentakel-Hentai-Vieh oder Hentakel-Hentai mal Hunger hat, was frisst es bitte schön? Menschen? Keine Ahnung. Ein bisschen vor. Wie ich hier gerade mein Wissen preisgebe. Alles klar. Erstmal Nanami, dann kommt der Rest. Das ist klar. Nanami greift immer zuerst an, ne? Nanami ist nun mal eine Persönlichkeit, die ist eben halt dazu da, um eben halt ein bisschen schnell zu sein. Sie kommt auch immer sehr fix. Oh, juckt. Angriff auf! Plop. Das will ich jetzt sehen. Ja. Wie so ein Vieh, ein ganzes Monster. Es macht Shrinky Shrinky, das darfst du nicht vergessen. Aua. Ach, so ein bisschen Aua.
Ach ja. Oh, blitzende Klinge. Blitzurteil. Wärmesegen. Doppelkopf. Tja, manche Leute sagen ja, mit zwei Köpfen lässt es sich besser denken als mit einem. Die Problematik besteht allerdings dann, wenn die beiden Köpfe allerdings noch nicht mal halb so intelligent sind. Nicht mal. Wie eben halt das, der einzelne Kopf dann. Ja, problematisch wird es dann, wenn sie um den Körper streiten. Quasi so ein Dodo oder Dodri. Genau. Wobei ich mich da schon frage, was haben die Entwickler geraucht, um das da hinzukriegen? Warum steht eigentlich Melia vorne? Ist das ein Fehler? Für mich sieht das eigentlich so aus, als hätte sie nicht viel HP, als wenn sie eben halt mit, auch vom Fernen kämpfen könnte. Und verdammt nochmal, die gehört eigentlich hinten. Sie sieht so aus als Charakter von Angriff her auch noch. Als Boing, 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 Boing. Österreichische Geschwisterattacke. Ah ne, das gab's ja hier in Deutschland. Im Fall. Echt? Ja, es gab einen Fall hier in Deutschland. Zum Fritzl-Fall. Eben halt von zwei Geschwistern. Okay. Kratz ab! Nö, ich hab keinen Bock drauf. Das Vieh greift aber nur einmal pro Runde an, ne? Nicht ja. Zwei. Du solltest vielleicht heilen. Ja, das mach ich. Hätte so. Vielleicht Wirkung. An. Alles klar. Kratz ab. Au. Bruderangriff. Heißt das nicht Geschwisterangriff? Ja, eigentlich Geschwisterangriff. Und da ist es wie hin. Juhu. Und es haben alle überlebt. Juhu. Uff. Was war da? Was ist das denn? Der Wächter des Schatzes? Jäger des verlorenen Schatzes. Nehmen wir einfach an, es war ein Teil der Ruinen, die von den Sinder zurückgelassen wurden. Aber es ist okay. Wir haben darauf aufgepasst. Hier ist der Schatz. Endlich. Und Nanami sieht nichts. Was? Was denn? Was ist das denn? Lasst mich doch auch mal sehen.
Jetzt ist es... Jetzt... Jetzt kann ich endlich Hilda schöne Kleider kaufen. Und wir kaufen Pete auch etwas Leckeres zu essen. Hey, rasch, los doch. Beil dich und mach auf. Okay, es geht los. Was ist das denn? Was ist es? Was? Was? Ich kann nicht sehen. Du hast das Heilkraut gefunden. Was ist das denn? Was ist denn hiermit lieb und wert? Ich kann es nicht glauben. Verdammt! Ich hatte geglaubt, dass ich ihn endlich gefunden habe. Alice. Vergiss den Schatz. Gehen wir zurück. Vielleicht gab es hier niemals einen Schatz. Das stimmt. Kopf hoch. Hilda wartet auf dich. Punkt, Punkt, Punkt. Die verschweigende Minute. Ihr habt recht. Punkt, 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 Punkt. Wenigstens können wir jetzt eine interessante Geschichte erzählen. 5 Punkte hintereinander. Du erhältst Heilkraut. Nom, 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 nom. Gehen wir, Ryo. Okay. Okay, brechen wir auf. Den ganzen Weg zurück, Tappen. Aber vor der ganzen Geschichte speichere ich nochmal ab. What the hell? Ich spiele hier gerade ein Handyspiel auch noch so nebenbei. Mhm. Normalerweise heißt es, wenn so ein Held gefallen ist, in 60 Minuten ist er eben halt wieder bereit. Jetzt steht hier 226.415 Minuten und dann ist er wieder bereit. Na toll. Ich verlaufe mich hier noch, ganz eindeutig. Ach ja, wenn diese langen Gänge nicht wären. Das ist ein bisschen lange Gänge. Ich versprach Hilda all diese Dinge und ich gab und alles, was ich habe, sind Heilkräuter. Sag mir doch Bescheid. Ich schäme mich, zurückzugehen. Hilda, sie wird sehr böse sein. Nein, wird sie nicht. Sie liebt dich, meine Güte, nochmal. Keine Sorge. Ich glaube nicht, dass das stimmt. Los, gehen wir zurück. Achso, ich weiß jetzt auch warum. Okay. Nun, egal. Wir haben wirklich geholfen, den Schatz zu suchen. Ich vergesse mein Versprechen nicht. Ich frage jetzt eben nicht... Warum zum Geier denkt mein Handy, wir haben den 22. Mai 2014? Weiß nicht, hast du vielleicht verkehrt eingestellt? Nee, das hat sich irgendwie ganz komisch verstellt. Hilda,
Da bin ich wieder. Pelika, das schweigsame Mädchen. Mami! Mami! Pete, was ist los? Hilda! 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 Was ist los mit dir? Geh mir aus dem Weg. Bereitet ein Bett vor. Alex, trag Hilda dort hinüber. Rio, hol etwas Wasser. Joey, ruf einen Arzt. Beeil dich! Okay, ich verstehe. Schnell, tragen Sie zum Bett. Heilkräuter. Genau. Wird Hilda wieder gesund? Sie glüht regelrecht. Ich habe noch nie jemanden so fiebrig erlebt. Wir müssen etwas tun. Was denn? Was denn zum Beispiel? Wir müssen das Fieber senken. Mama! Wenn doch nur Joey bald zurückkäme. Ich hoffe, dass er sich beeilt. Es gibt keine Ärzte in der Nähe. Normalerweise gehen wir nach Toto, aber... Verdammt! Warum? Welchen haben wir denn heute eigentlich? Hast du den 26. Ja. Was sollen wir tun? Ich weiß es. So, wir haben 13. 13, 37. Oh. Heilkröte. Heilkröte? Ja, hab gerade die Heilkröte geholt. Wohin gingst du, Rio? Was? Was denn? Heilkröte? Richtig, diese Heilkröte von vorhin. Heilkröte? Du meinst doch nicht diese Kräuter aus den Ruinen? Glaubst du, dass sie wirken? Ich weiß nicht, vielleicht. Es ist der Schatz der Sintra, nicht wahr? Hilda, dies ist Medizin. Nimm sie. Bald fühlst du dich besser. Bald wirst du an einem besseren Ort sein. Bitte, Hilda. Schweigsames Mädchen. Mama, du sollst doch nicht immer über deinen Jungen weinen. Mama! Hilda! Hier bitte was? Auch Gedenken an Hilda aus Final Fantasy 2, danke. Alex! Hilda! Hilda! Schön, dass du zurück bist, Alex. Ich bin froh, dass du in Sicherheit bist. Weißt du, wie das klingt? Nö. Wie so ein Säugling. Der ist bestimmt so 4-5 Jahre alt. Na gut, Mama. Hilda, es tut mir so leid.
Was war es? Oh, es ist wirklich Es hat wirklich gewirkt. Danke. Sie scheint sich zu erholen. Ihr Fieber ist vollständig weg. Hilda, es tut mir leid. Du hattest recht. Es gab keinen Schatz. Nun, du kannst immer noch weitersuchen. Aber... Oh, das ist zu schade. Ich hatte davon geträumt, dass du mit deinen Händen voller Schätze zurückkehrst. Aber es ist schön, dass du sicher und gesund wieder zurückgekommen bist. Bitte, bitte mach so etwas Gefährliches nie wieder. Hilda. Ich weiß jetzt übrigens, warum der Fehler da lag. Es war tatsächlich an der Uhrzeit von meinem Handy, die war alles scheiße eingestellt. Weiß ich nicht warum, aber scheiß drauf. Oh, bitte wein nicht. Ein erwachsener Mann sollte nicht weinen. Ich... Krieg Kramloff! Es tut mir so leid. Ich habe überall gesucht. Aber ich konnte keinen Arzt finden. Was? Es sieht so aus, als ob es dir besser geht. Punkt, 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 das bedrückende Schweigen, Dilemma. Ja. Nehmen wir einfach mal das Schweigen, Dilemma. Yep. Das Schweigen, Dilemma ist kein Film, sondern eben halt eine Tatsache. Vielen Dank. Hilda, es sieht so aus, als seist du wieder gesund. Ja, vollständig. Schließe dich uns an. Später. Hier ist der Passierschein A38,578972845915912345678. Ihr könnt ihn mir jederzeit zurückbringen. Will ich sicher nicht. Ich bin doch nicht gaga. Okay, ich hoffe, dass wir uns bald wiedersehen. Ihr könnt jederzeit hierher kommen, wenn ihr wiederkommt. Ihr braucht auch kein Geld zu zahlen. Danke. Gehen wir, Rio Joey. Nun können wir nach Muse rein. Aber wird das denn klappen? Dieser Passierschein gehört doch Alex. Alex, nicht wahr? Keine Sorge, keine Sorge. Gehen wir. Das ist auch Pilliger tritt dem Konvoi bei, das bedrückende Mädchen mit dem eiskalten Blick. Nanami tritt der Truppe bei, juhu. Und Joey tritt der Truppe bei, juhu. Formation ändern, natürlich. Ja. Ich könnte auch die Szene im Hose machen, aber ich weiß nicht, ich habe schon eine Stunde drauf, fast. Ich würde jetzt einen Cut mal einlegen. Ja, gute Idee. Ich habe ja die Ruine heute gemacht. Seid alle willkommen. Bitte bleibt so lange ihr wollt. Ihr braucht auch keine Sorgen, um das Geld zu machen. Ja, wir speichern dann. Oder Runde strecken. Also ja. Bis zum nächsten Ball und SLP. Jessica Ski.